Servus Leute, ja, die Kühlaggregate sind repariert, ich konnte meine erste normale Tour fahren, aber leider nicht ohne Probleme. Tja Leute, der LKW und der Anhänger sind endlich repariert. Ich weiß, viele von euch haben es schon bei Instagram gesehen. Die mich nicht bei Instagram folgen, können das gerne jetzt machen. Dass der LKW letzte Woche schon fertig war und der Anhänger diese Woche. Also ging es diese Woche, sagen wir mal, so richtig auf Tour und schon kam ein Problem. Und zwar ist wie folgt, also erstmal der Anhänger sollte ja eigentlich als verlängerter Arm unseres Lagers sein, da wir aber diesen Sommer wirklich sehr, sehr, sehr viele neue Kunden haben und somit wirklich sehr viel Ware bewegen, war ich gestern, also gestern hatte ich 31 Paletten geladen, davon 26 von uns und 5 habe ich für jemand anders. Und das Ganze fing so an, also wir fahren jetzt, ich fahre jetzt nach Split. Wir fahren aber erstmal kurz den Anhänger an einer Tankstelle, werde ich den dort erstmal lassen, wegen natürlich Autobahn, Mautsparen und so weiter und so fort. Warum sollte ich einen Anhänger rumziehen, wenn es nicht sein muss? Also auf jeden Fall, der Plan war der, ganz schnell, ich fahre nach Rijeka um 8 Uhr gestern, also Freitag. Um 8 Uhr nehme ich den Anhänger, fahre dann zu dem Lieferanten, der ist auch in Rijeka, von dem wir Fladenbrot beziehen. Ich lade 15 Paletten hinten in den Anhänger für uns, 5 Paletten für einen Bekannten, der hat auch einen Großhandel in Split. Nehme ich für ihn 5 Paletten nach Split, fahre dann nach Zagreb. In Zagreb nehme ich dann noch 11 weitere Paletten für uns auf, 3 für unser Lager in Split und 8 für unser Lager in Zadar. So war der Plan. Morgens aufgestanden um 3:30, um 4:10 Uhr losgefahren und ja, gegen 6 Uhr denke ich mir, okay, mach's jetzt langsam schon kühler an, dass der auf bis 8:30, 9:00, wenn ich dann die Ware abhole, die Fladenbrote, dass der LKW schon mal im Minus ist, und also auf minus 20 oder 18, egal. Und ja, das war so mein Plan. Dann habe ich den Kühler angemacht, wie gesagt, letzte Woche Freitag abgeholt und repariert. Ich habe den dann ja angemacht und ich habe gemerkt, okay, nach 15 Minuten von 28 Grad ist der irgendwie runter auf 26. Dann habe ich noch 10 Minuten laufen lassen und habe gemerkt, okay, das wird nichts. Also in einer halben Stunde von 28 auf 25 Grad plus, also gar nichts, kann man sagen. Habe ich gleich ausgemacht, habe dann eine Nachricht geschickt dem von der Werkstatt. Und als ich dort angekommen bin, die haben sich das sofort angeschaut und haben gesehen, dass es ein kleines Leck gibt. Also die haben ja das System erstmal getestet und hat alles funktioniert. Wahrscheinlich jetzt irgendwie vom Fahren oder so ist ein kleines Leck entstanden. Und da ist dieses Gas entwichen und konnte nicht mehr kühlen. Problem ist, du musst dieses ganze Gas erstmal wieder rausziehen, damit du diesen Riss verschweißen kannst und dann oder dieses Leck verschweißen kannst, dicht machen kannst, und danach, wie gesagt, muss das Ganze irgendwie vakuumiert werden und dann wieder befüllt. Wie gesagt, fragt mich jetzt nicht, ich kenne mich da nicht aus. Auf jeden Fall, der ganze Spaß hat 3,5 Stunden gedauert. Das heißt, ich bin erst um 11:30 weggekommen von der Werkstatt. Dann habe ich noch mal gut 20 Minuten bis halbe Stunde bis zu meinem Lieferanten. Bin natürlich direkt in die Mittagspause da rein. Ich
ich bin jetzt bei der Tankstelle. Wir lassen jetzt mal kurz den Anhänger und dann reden wir weiter, würde ich mal sagen. Das hätten wir. Anschnallen, Sicherheit geht vor. Eins kann ich gleich sagen: Sitzposition vom DAF. Wer an Scania gewohnt ist, schwer. Muss man schon sagen. So, jetzt können wir ein bisschen plaudern. Leute, ich muss sagen, ich schwitze wie die Sau. Ich habe so immer so ein Handtuch mit. Es sind nämlich gerade 35 Grad. Gestern waren es 37 Grad. Und es macht Mensch und Maschine zu schaffen, muss man echt so sagen. Mit dem Kühlaggregat bin ich mehr als zufrieden. Also wenn man jetzt in Betracht nimmt, dass der Koffer vom LKW und vom Anhänger, dass die nicht für TK ausgelegt sind, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich sehr zufrieden bin. Also da kann man echt nicht meckern. Klar, es wäre besser, wenn es jetzt wirklich so ein richtiger Koffer wäre, der noch besser hält. Hier sind halt die Wände 5 cm dick. Normalerweise beim normalen Kühler sind es 7 cm. Da spürt man auf jeden Fall den Unterschied, vor allem bei so wirklich großer Hitze. Aber gut. Also gestern, wie gesagt, bin ich dann zur Mittagspause bei meinem Lieferanten erschienen. Die haben dann ein bisschen früher die Mittagspause beendet. Also ich habe da nicht jetzt irgendwie angerufen oder so, die sind wirklich selber gekommen, haben gesagt, komm, machen wir das schnell. Und ja, wie gesagt, erstmal mit dem Anhänger an die Rampe. Und der war nämlich vorgekühlt, weil solange der LKW repariert wurde, wurde der Anhänger vorgekühlt. Dann habe ich dort die 15 Paletten rein, habe dann mit dem LKW an die Rampe, habe schon vergessen, wie es ist. Ich bin ja früher Tandem gefahren, jedes Mal Anhänger ab,
Anhänger dran, Anhänger ab, Anhänger dran. Aber gut, es geht, es ist jetzt nicht so schlimm. Ja, dann bin ich los nach Zagreb und Stau bis zum geht nicht mehr. Freitag, Hochsaison, ein Auto auf dem anderen. Da war vor der Zahlstelle, also ich habe schon sowieso, das sind also 300 Kilometer bis Rijeka, dann von Rijeka bis Zagreb, da, also Jordani, da wo dieser Thermo King Partner ist, bis Zagreb sind es nochmal 200 und dann nochmal runter 300. Ich habe also 800 Kilometer gestern runtergeschrubbt, habe 10 Stunden und 5 Minuten Fahrzeit verbraucht, aber leider hat es mit der Schichtzeit nicht hingehauen. Ich musste um 1,5 Stunden die Schichtzeit durchbrechen, sagen wir mal, weil ich habe ja diesen einen LKW, der verkauft wurde oder der jetzt immer noch, also der Typ hat immer noch nicht die Finanzierung durchbekommen. Auf jeden Fall hat mein Fahrer da, warum auch immer, weiß ich nicht, vollgetankt und ist dann mit einem LKW, den ich verkaufe, und er wusste das, ist dann mit 600 Liter Sprit gekommen, also mit 600 Liter Diesel. Hätte ihm das natürlich auch sagen können. Problem ist, wie gesagt, Hochsaison. Ich bin die ganze Zeit am Hin- und Herrennen. Dann bin ich gestern da hochgefahren, dass die mir das abpumpen. Also aus meinem alten LKW in den LKW. Bin dann gestern, das war schon knapp vor 9 Uhr, also 1,5 Stunden Schichtzeit habe ich überzogen. Was willst du machen? So war es einfach. Wir mussten gestern Teil der Ware abladen, weil die heute Morgen um 4, 5 Uhr, wenn die losfahren, die ganzen Läden beliefern, musste die Ware schon da sein. Und bin dann gestern noch nach Hause. Ich bin, keine Ahnung, es war schon Mitternacht und heute Morgen wieder, also 7 Uhr, losgefahren. Jetzt hab ich die 15 Paletten in einem Außenlager von uns. Also ein Freund von mir hat ein riesen TK-Lager. Ich glaube 8000 Stellplätze hat er drin. Da habe ich angemietet auch ein bisschen Lagerfläche, weil wie gesagt, dieser Sommer war alles andere als geplant. Was gut ist. Meine Frau ist fast jeden Tag in der Bäckerei. Hilft mit, weil die kommt gar nicht nach. Und sogar meine Tochter hilft hin und da. Also nicht jetzt irgendwie jugendliche Arbeit oder irgendwie sowas, dass mich jetzt keiner hier voll labert, sondern die wollte wirklich mithelfen, also die ganzen Brötchen in die Kartons zu packen. Und das freut mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mich stolz, dass die helfen will. Was sie noch gesagt hat, also das muss ich loswerden. Meine Tochter hat, also sie ist jetzt 13 geworden und die hat gesagt, also das Schulsystem in Kroatien ist anders als in Deutschland, aber da will ich jetzt nicht tiefer eingehen, auf jeden Fall. Wir haben irgendwie so das Thema gehabt, was wollt ihr in Zukunft machen, also wenn ihr groß werdet oder so, habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Und da hat meine Tochter gesagt, ich mache erstmal Schule fertig. Und wenn ich Schule fertig habe, dann gehe ich erstmal ein paar Jahre LKW fahren. Und danach will sie irgendwie, keine Ahnung, Studium oder irgendwie sowas beginnen. Also echt, da muss man schon sagen, weißt, wenn man sowas hört, dass die LKW fahren gehen will, finde ich schön. Finde ich echt schön. Ich werde ja auch gefragt. Lohnt sich das noch? Würdest du das einem raten? Bla bla bla. Was heißt, lohnt sich das? Entweder du willst diesen Job machen, du liebst diesen Job, dann mach's einfach. Also, also freut mich schon, ob das jetzt so sein wird oder nicht. Sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich die 15 Paletten jetzt runter hier in dem Lager. Anhänger ab, habt ihr ja gesehen. Jetzt fahren wir nach Split runter, erstmal in mein Lager, lade meine 3 Paletten ab und habe dann noch diese 5 Paletten für diesen Freund oder Bekannten. Und ja, dann war es das für mich, dann geht es ab zurück nach Hause.
Anhänger holen und dann ja, nach Hause. Ja, also das war es eigentlich. So ein Video, ein bisschen wieder hin und her von mir, ist klar. Ich wollte euch einfach mal erzählen, erste Tour, wieder Probleme. Deswegen, wenn mir jemand sagt, plan was, wie willst du was planen? Und nicht nur das, das Problem ist auch, diese 3,5 Stunden, die ich verloren habe, das Problem ist einfach, dass du dann wieder in diesen Stau, in diesen Saisonstau, weil umso früher du losfährst, umso weniger ist los, ist klar. Naja, ich will jetzt nicht klagen, das ist die erste Tour, ist super gelaufen, 31 Paletten, ist schon für mich eine lohnenswerte Sache. Also wenn ich Spritkosten und alles abziehe, dann liege ich in einem dicken, fetten Plus, weil hier in Kroatien wird halt sonst immer nach Paletten abgerechnet. Ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Also zum Beispiel, ich zahle jetzt für eine Palette nach Split zum Beispiel oder Zadar, zahle ich 300 Kuna, das sind 40 Euro, rund 40 Euro. Und wenn ich 15 Paletten mitnehme, sind es auch 40 Euro pro Palette. Das ist natürlich ein bisschen blöd und da, wie gesagt, wir, sagen wir mal, andauernd oder jede Woche 15 bis 20 Paletten haben, momentan sogar eher 25 bis 30 sogar, könnt ihr euch ja ausrechnen. Also wenn du jetzt mal schaust, ich habe jetzt eine Strecke, wenn ich fertig bin, habe ich, glaube ich, eine Strecke von 1000 Kilometern, ja, so 1100 Kilometer, und ich habe da Kosten, sage ich jetzt mal so, ja, knapp über 400 Euro. Und wenn ihr jetzt mal schaut, ich habe 31 Paletten mitgenommen, je 40 Euro, das sind ja um die 1200 Euro, also ja, auf jeden Fall lohnenswert. Aber wie gesagt, für alle die Mathematiker, die jetzt sagen, naja, Luca, vielleicht lohnt es doch nicht, rechne es dir nochmal aus. Wie gesagt, ich habe das in erster Linie dafür genommen, dass ich meine Kunden nicht, weil ich hatte Probleme mit meinen Lieferanten, mit den Spediteuren, und deswegen habe ich den LKW genommen. Also ich weiß schon, dass sich das im Endeffekt, wenn man jetzt alles zusammenrechnet, vielleicht nicht lohnt. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine super, super Wahl gewesen. Ich hoffe, der LKW hält jetzt so durch. Ja, es gibt da noch ein paar Kleinigkeiten. Die Standklimaanlage muss repariert werden. Ein Luftbalk verliert leicht Luft. Und so Sachen, die werde ich dann aber, wenn die Saison fertig ist, dann werden wir uns, ich wurde auch gefragt, ob ich den LKW noch bekleben will. Ja, ich muss aber jetzt noch schauen, also inwiefern ich da mir das Leben schwer machen will. Also will ich da wirklich komplett alles, also der LKW ist ja rot, in die Firmenfarben, also in blau oder so, oder tue ich nur auf der weißen Kofferwand einfach das Logo von der Firma. Ich muss, wie gesagt, da muss ich noch schauen. Und ja, ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr noch gerne über den LKW wissen wollt. Eine Roomtour, das müsst ihr gar nicht fragen, die kommt noch. Ich will aber erstmal, dass alles passt. Also erstmal, jetzt funktioniert erst der LKW und der Anhänger. Und wenn ich dann alles so habe, wie ich es haben will oder annähernd, dann machen wir eine Roomtour und ich zeige euch dann alles und sage euch natürlich auch meine Meinung über den neuen LKW. Gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's. Fleißig kommentieren, ein Like da lassen, Abo nicht vergessen, und wir sehen uns im nächsten Video. Also, Leute, ciao.